Ja, es ist ja ein ganz schönes Restaurant hier. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hergekommen bist. Das bedeutet mir sehr viel. Bitte schön. Oh, ja, danke. Ja, wir haben uns ja jetzt auch länger nicht gesehen und ich muss dir ganz dringend schön, was... auf Empfehlung des Hauses, wenn Sie möchten. Ach, mein Chef hat mir das schon so oft gesagt, in der Gastro soll man ja nicht von links, ich gebe das über rechts. Ich bin noch nicht so lange dabei, es tut mir super leid. Möchten Sie das haben? Ich stell's einfach mal hier hin. Ja, 5.0. Wirklich. Supi. Oh, ich habe die zweite Flasche vergessen, es tut mir leid. Ich hole sie sofort. Das ist eine Dose. Es ist, genau, es tut mir leid. Die zweite Dose. Guten Appetit. Danke. Ja, was ich dir sagen wollte... Oh, lecker. Das wird super. Ja, ich habe mich einfach ein bisschen, glaube ich, mit dir auseinandergelebt. Ich weiß gar nicht, wann ich dich das letzte Mal geschmeckt habe. Ja? Und ich ernähre mich jetzt auch ganz anders und gehe zum Sport und... Lecker. Ja, um es kurz zu machen... Wir müssen Schluss machen. Wie Schluss? Ich, ja? Schluss. Wir reden da mal drüber. Ich sag dir jetzt mal was. Du machst mit mir Schluss, ja? Ohne mich wärst du ein Scheißdreck. Denk mal an die Hofspiele. Ich bin in jedem Design. Ich bin auf den Thumbnails, im Header. Ich bin sogar ein scheiß Twitch-Emote, ja? Ich bin dein USP, dein Markenzeichen. Du kannst nicht einfach mit mir Schluss machen, du scheiß Arschloch, Alter. Mir reicht's. Ich mach selber Schluss zuerst. Tja, Leute, ist tatsächlich so, ich habe mich von der Krokette getrennt. Das bedeutet, ich bin ab sofort nur noch Kalle für euch. Ja, das bedeutet, die alte Krokette da hinten habe ich jetzt erstmal abgeschoben, weil ich das Gefühl hatte, die Krokette bedeutet mir persönlich gar nicht mehr so viel. Und ich kann mich mit dem kompakteren Namen Kalle tatsächlich mehr identifizieren. Des Weiteren werdet ihr noch informiert. Entweder blende ich es jetzt schon ein oder ihr werdet es in den nächsten Tagen auf Twitter mitbekommen, wie meine neuen Handles überall sind auf allen Plattformen. Ich versuche natürlich, so gut wie möglich überall Kalle zu bekommen. Es hat sich nur herausgestellt, dass das Ganze nicht so easy ist. Außerdem ein Grund, was machst du denn da die ganze Zeit? Mach dein Ding, Kalle. Ganz großen Dank auf jeden Fall an Nixerboy, der mich natürlich hier in diese Internetsache ein bisschen mit reingezogen hat und mir so ein bisschen auch versucht hat, das Laufen im Internet beizubringen. Das war, glaube ich, nicht so einfach mit mir, aber trotzdem vielen lieben Dank. Danke natürlich auch an alle anderen Wegbegleiter, Maxim zum Beispiel, der mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Maximilian Knabe, der leider heute nicht hier sein konnte. Jedenfalls vielen Dank an die Leute, die mir auf YouTube ganz viel helfen. Momentan ist Max natürlich ganz vorne mit dabei und trotzdem bin ich auch gerade in der Phase, wo ich das Gefühl habe, ich weiß so langsam, wo ich YouTube-technisch hin will. Und das ist, glaube ich, sehr positiv. Junge! Entschuldigung. Lass die Scheißkerze stehen! Und natürlich ein riesen Dankeschön an euch. Ich bin ziemlich glücklich gerade mit meinem YouTube-Kanal. Die Videos, die Projekte, die ich so angehe, die funktionieren sehr gut. Und das geht natürlich nur, wenn ihr das feiert. Und das ist tatsächlich... eine ungewohnte Situation von mir. Ja, die Videos, die ich vorher gemacht habe, kamen immer so mäßig bis auch gut an.
War so mein Gefühl. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich einen klaren Plan habe. Und den habe ich jetzt irgendwie bekommen. Natürlich auch mit Unterstützung und mit Hilfeleistung von Freunden. Und die gesagt haben, hey, mach mal so, probier doch mal das. Aber jetzt habe ich auch tatsächlich einen Weg gefunden, wie ich selber wieder sehr viel Spaß oder überhaupt sehr viel Spaß an YouTube finden kann. Und das ist natürlich nicht zuletzt auch wegen euch. Ja, die Kommentare, die ihr schreibt, die Momente, die wir tatsächlich momentan zusammen teilen, das freut mich sehr. Und ich hoffe, dass es noch länger so bleibt. Ich weiß nicht, eigentlich sollte das ein 50.000 Abonnenten-Special sein. Ich glaube, ich bin jetzt schon ein bisschen drüber mit so 54.000. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, was momentan passiert. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Es macht mir wirklich unheimlich viel Spaß. Und ich gehe mir jetzt ein Bier holen, Alter. So, bis dann. Tschüss. Ich probier's nochmal. Ciao.